Herzlich willkommen allerseits zu unserem neuen Kurs Top 10 Neuerungen, der zweite Band. An meiner Seite, wie auch beim ersten Band, Großmeister Dimitri Kollas, Nationalspieler, Trainer, Eröffnungsexperte und auf dem Weg, unter die Top 100 der Welt zu kommen. Das bist du zumindest ganz, ganz kurz davor. Mein Name ist Johnny Karlstedt. Ich bin Business Manager bei Chessamy und stelle im Laufe des Kurses die dummen Fragen, damit Dimitri auch was zum Beantworten hat. Ja, Dimitri, habe ich irgendwas bei der Vorstellung über dich vergessen? Erstmal hallo und danke für die Vorstellung. Nein, ich denke, das reicht völlig aus. Bescheiden wie immer, das werdet ihr noch im Kurs merken. Der Junge ist so bescheiden. Top 10 Neuerungen. Du arbeitest sehr viel an deinen Eröffnungen. Wie sieht Eröffnungsarbeit und das Finden von Neuerungen heutzutage aus? Ja, gute Frage. Tatsächlich, das ist genau, was wir versuchen zu besprechen in dem Kurs. Wir werden 10 Partien anschauen mit 10 Eröffnungsideen, aber es ist ein bisschen mehr als das. Wir werden versuchen, genau das zu besprechen. Wie heute der Ansatz, vor allem unter den Topspielern, ist, neue Ideen zu finden, wo die Eröffnungstheorie schon so weit fortgeschritten ist. Wir werden oft sehen, dass mit neuen Engines viele Varianten gar nicht unbedingt am Aussterben sind oder so etwas, sondern im Gegenteil, man findet ganz neue Bereiche, in denen man suchen kann. Viele neue Ideen zuletzt in großen Hauptvarianten, die eigentlich schon seit langer Zeit bekannt sind. Und ist es das, was dir den Kick gibt sozusagen auch? Also, weil ich habe nie großartig an Eröffnungen gearbeitet. Mir hat das immer ein bisschen Spaß gemacht, aber ich war immer mehr so der Spieler, der gerne viel gespielt hat, geblitzt hat, gereist ist. Du analysierst sehr viel. Ist das sozusagen der Grund, warum du da so viel Arbeit auch reinsteckst in deine eigenen Eröffnungskenntnisse ja auch, um ab und zu eben mal so eine Neuerung zu finden, wo du sagst, ja, da haben sich die letzten 20 Tage Arbeit jetzt gelohnt. Ja, okay, so schlimm ist es noch nicht. Neuerungen kann man ja ohne einen ganzen Monat Aufwand finden. Ja, wie gesagt, es gibt viel mehr zu entdecken, auch viel früher, als man immer noch denkt. Ja, zum einen ist es natürlich so eine Art Wettbewerb geworden. Als Schachprofi versuchen alle interessante Neuerungen zu finden und sich gegenseitig zu überraschen. Aber es ist auch tatsächlich für mich einer der interessantesten Teile, davon am Schach zu arbeiten, Neues in der Öffnung zu entdecken. Denn ja, das ist fast wie so eine Art Forschung. Man hat einen großen bekannten Bereich schon und versucht dort immer Neues zu finden, dann mit dem Computer zu analysieren, aber auch aus menschlicher Sicht zu bewerten, denn man versucht es ja gegen Menschen zu spielen. Nicht immer versucht man sich nur auf die objektive Bewertung zu verlassen, sondern auch zu sehen, welche Stellungen unangenehm für den Gegner werden können. Ja, die meisten Neuerungen oder alle Neuerungen hier sind aus dem Jahr 2021, Pandemiejahr. Mein Gefühl ist, dass sozusagen auch viele, also Neuerungen gerade von bestimmten Leuten kommen. Wir haben teilweise Leute, die 2-3 Mal in unserem Kurs vorkommen. Liegt das daran, dass im Pandemiejahr einfach nicht so viele Leute gespielt haben und deswegen die Neuerung eben Jordan van Forest kommt häufiger vor, Jan-Christoph Duda kommt häufiger vor, kommen? Oder liegt es daran, dass es einfach gewisse Spieler gibt, die besonders gut dafür sind, mal eine schöne Neuerung rauszuhauen? Ja, ich glaube, es zeigt auch, wer umso mehr gearbeitet hat in der Zeit, wo die Turniere etwas rar waren. Zum Beispiel Jordan van Forest war WM-Sekundant für Magnus Carlsen. Das schadet in der Regel nicht, ne? Tatsächlich. Und wie du gesagt hast, wir haben so einige Beispiele von ihm in diesem Kurs. Er hat einige der interessantesten Ideen gezeigt in dem Jahr 2021 und auch danach. Ja, häufig sind die Spieler die interessantesten in der Eröffnung, die auch am meisten daran arbeiten. Was ist denn die Neuerung, letzte Frage, bevor wir noch ein kleines Beispiel euch auf den Weg geben, als Motivation den Kurs zu kaufen. Was ist die Neuerung, kommt dir da irgendwas in den Sinn, wo du sagst, das ist die beste Neuerung, die ich bisher gespielt habe? Ich glaube, die könnte in unserem letzten Band zu dem Thema sein. Meine Partie gegen Daniel Friedmann. Ah, ja, ja, fantastisch. Im Karo Kann war das, ne? Ähnliche Struktur, aber ja. Französisch, denke ich. Ja, stimmt, richtig. Die Variante mit dritten Springer C3, Springer F6, Läufer G5D, schlägt E4, Springer E4. Inzwischen die Idee, die ich gespielt habe, gab es schon in ein paar Partien. Früher Plan mit Turm G1, G4, ja. Angriff am Königsflügel. Auch eine Idee, die man nicht für immer spielen kann. Mhm. So ist das inzwischen mit fast jeder Eröffnungsidee. Man sucht etwas, womit man den Gegner überrascht. Denn wenn man es dann mit dem Computer analysiert, dann bekommt man recht schnell die Antworten. Aber ja, genau sowas sehen wir auch in den nächsten
Kursen und, Kursen und Videos. Ja, also wir haben ja eine ganz unterschiedliche Arten von Neuerungen für euch parat. Manchmal ist es eine, Carlsen hat eine gebracht im vierten Zug A4, dann sehen wir eine erst im 18., 19. Zug, die am Ende dann ganz schnell in ein Endspiel führt, was die Leute ausarbeitet haben. Das, was wir euch fürs Intro als Beispiel mitgebracht haben, ist eine Neuerung, die ihr natürlich auch im Kurs findet, von Jordan van Forest und ist eine Stellung, die du selber auch schon mit Schwarz gespielt hast. Warum ist Jordan auf diese Neuerung gekommen und noch, du noch nicht? Ja, gute Frage. Vielleicht tatsächlich, weil er gründlicher gearbeitet hat hier. Ja, war für mich interessant, auch das hier zu entdecken. Erst in Vorbereitung auf diesen Kurs. Mhm. Wie du sagst, diese Stellung hatte ich schon mit Schwarz. Hab tatsächlich auch schon überlegt, sie mit Weiß zu spielen. Aber die Idee, die er hier gezeigt hat, die ist immer noch recht unbekannt. Das kann man auch dazu sagen, die Partien, die wir ausgewählt haben, sind aus dem Jahr 2021. Aber es ging immer uns darum, den aktuellen Stand zu zeigen. Wir haben genau verfolgt, wie die Entwicklungen danach waren und immer versucht, noch ein paar weitere neue Ideen zu geben, die immer noch viele Gegner überraschen können. Und auch so oder so gut spielbar sind. Das sagen wir euch auch ganz ehrlich dazu. Kann man das noch spielen? Kann man das noch nicht spielen? Ist das eine Neuerung für eine Partie? Ist das eine Neuerung, die vielleicht für länger ist? Hier in dieser Stellung kam der Zug von Weiß, Springer schlägt E4. In welche Kategorie fällt das denn? Ist Springer schlägt E4 etwas, was auch wenn der Gegner vermutet, dass man diese Variante kennt, man immer noch spielen kann? Ja, ich denke tatsächlich ist das eine Variante, die über den Überraschungseffekt hinausgeht. Spektakulärer Zug, aber mit einigen tieferen Ideen verbunden, das sehen wir später. Mhm. Natürlich, jede Überraschung ist am besten, wenn sie auch den Schockeffekt bringt. Ja. Wenn man sie zum ersten Mal spielt. Aber hier sehen wir eine der Ideen, in der die Stellung objektiv, wie meistens in der Öffnung, ausgeglichen ist. Aber es gibt genug kompliziertes Spiel danach, genug Ideen, die darüber hinausgehen, um es, denke ich, mehr als einmal auszuprobieren. Und der Schockeffekt hat hier bei Jordans Gegner David Navarra definitiv eingesetzt, weil er hat nach der Partie erzählt, dass er die ganze Partie sich gefragt hat, war das jetzt gewollt oder nicht gewollt, war das vorbereitet? Oder war das ein Bluff? Und das ist natürlich auch immer Teil des Effekts, der psychologische. Aber hier sieht man auch, dass es objektiv einfach funktioniert. Du hast sehr, sehr viel und deswegen sozusagen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, euch diesen Kurs zu kaufen. Nicht nur jetzt Springer schlägt E4 und dann hört die PGN-Datei sozusagen auf, sondern Dimitri erkennt das von seinen anderen Kursen, baut quasi um jede Neuerung in den PGN-Dateien noch ein kleines Eröffnungsrepertoire oder gibt Ideen mit, was man auch bei Alternativen spielen könnte. Also meine absolute Empfehlung ist es, sich hier eröffnungstheoretisch auf den absolut neuesten Stand auf Weltklasseniveau zu heben und diesen Kurs zu kaufen. So, jetzt hast du gesagt, ich soll es nicht übertreiben bei der Bewerbung. Hast du jetzt doch getan. Habe ich jetzt doch getan. Ich finde, habe ich nicht gemacht, weil das ist wirklich etwas, was man, glaube ich, sonst sehr, sehr selten findet, weil du auch einfach ein absoluter, jetzt sage ich genau das, was dir unangenehm ist, weil du einfach aus meiner Sicht ein richtig guter Eröffnungstheoretiker bist und man natürlich sehr, sehr gerne von Experten lernt. Ja, ich versuche hier auch nicht zu viel zurückzuhalten. Ja, also in den Varianten, die wir besprechen, gebe ich das an, was ich dazu weiß und analysiert habe. Genau, das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ist klar, wenn Dimitri in einer Unterabzweigung dieser Variante nochmal eine Neuerung hat, dann soll er die erstmal spielen, bevor er sie verrät. Aber wir halten hier bei Chessamy nichts zurück, sondern geben euch das, was wir eben wissen. In diesem Sinne würde es uns freuen, wenn ihr euch diesen Kurs erwerbt und ja, vielleicht auch mal Rückmeldung gibt, wie es euch mit den jeweiligen Neuerungen ergangen ist. Lasst gerne dann auch eine entsprechende Bewertung auf unserer Seite chessamy.com da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Von Feedback leben wir, beziehungsweise wissen wir, wie wir uns verbessern können. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Kurs von GM Dimitri Kollers. Ich sitze auch mit dabei und dann bis gleich zur ersten Partie. Bis dann.